Okay, also wirklich, wie gesagt, herzlich willkommen im neuen Jahr. Die meisten kennen mich ja schon. Ich bin ja schon jetzt sehr lange dabei, diese Webinare zu sprechen und nach wie vor immer noch begeistert von dieser sensationellen, Technologie, die ja in diesem Jahr in die Verwirklichung gehen soll. Wir haben es ja bemerkt und wir werden es heute im Ende vom Webinar nochmal die Zusammenfassung sehen, im Großen und Ganzen, was im vergangenen Jahr zum Schluss auch passiert ist. Das letzte Vierteljahr, man kann sagen, ab September war sehr ereignisreich. Aber grundsätzlich, um was geht es in unserem Webinar überhaupt heute? Natürlich um diese einzigartige Technologie, die sehr innovativ ist aus verschiedenen Gründen und die sich auf der zweiten Ebene bewegt. Sie werden etwas hören über den Gründer, über die Vorteile dieser Technologie, warum sie so interessant ist, die Technologie natürlich selber, mein Steckenpferd, wer mich kennt, die Verkehrsmittel, die diese Technologie beinhaltet, natürlich über den Ökotechnopark, der im Moment immer noch über Crowdfunding von Privatinvestoren finanziert wird, dann über die Vermarktung, das Ganze, die Projekte und die Bestellungen, die es schon gibt. Und zum Schluss natürlich Fragerunde und anschließend für diejenigen, die schon dabei sind, die Fragen haben, auch einen Workshop. Was ist Skyway? Wer ist der Gründer dieser Technologie? Für mich eine sehr einzigartige Persönlichkeit. Er strahlt es hier auch ganz deutlich aus mit seinem Katalog in der Hand, in dem sehr viel Wissenswertes steht über die Technologie, Anatoly Eduardowitsch Junitsky. Was ist so das Besondere an diesem Mannes? Für mich ist er aus dem Grund sehr besonders. Er ist ein Visionär. Warum? Er hat ja fast 40 Jahre, ich denke, es wird jetzt fast 40 Jahre, an dieser Technologie gearbeitet, hat sich nicht abbringen lassen von seiner Vision, hat darum gekämpft. Zu seinem Hintergrund kurz, er ist Autor von 140 Erfindungen, wovon 30 seiner Erfindungen sehr erfolgreich umgesetzt wurden in der ehemaligen UdSSR, nämlich mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Er ist der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien, das heißt, das sind wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit einem Gegenstand befassen. Der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen weiteren Arbeiten. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics. Er kommt ja aus der Astronautik und aus dieser Zeit ist ja auch diese Vision, diese Idee entstanden, ursprünglich Spaceway, jetzt in abgespeckter Version eben Skyway. Er ist dort Mitglied seit 1986. Dann ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften seit 2000 und natürlich der Erfinder dieser grandiosen Skyway-String-Transport-Technologie. Für mich ist er auch, ich sage jetzt mal, ein überdurchschnittlicher Mensch, denn er hat allein für diese Anerkennung 15 Jahre gekämpft. 15 Jahre um die Anerkennung vor dem Verkehrsministerium in Russland zu bekommen, für seine Technologie als innovative und einsatzbereite Technologie. Zur Information hierzu, zwei russische Städte haben ja schon Verträge unterschrieben, auch das Verkehrsministerium selber ist jetzt schon in Verhandlung. Ich habe gehört von Strecken um die 250 Kilometer in Moskau und nochmal eine mit 45 Kilometer. Also auch hier geht es schon in die Verwirklichung. Hier in diesem Schreiben ist einfach nur niedergeschrieben, dass er eben diese Anerkennung bekommen hat. Rechts im Bild sehen wir noch einige Patente und Auszeichnungen, auf die ich natürlich hier nicht wesentlich eingehe. So, wo liegen denn die Vorteile dieser Technologie? Grundsätzlich, was ist das Skyway überhaupt? Warum ist es für uns so interessant? Eben wegen dieser Vorteile, die wir gleich hören werden. Skyway ist ein modernes, ökologisches, vor allen Dingen auch angepasstes und sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene, wie man hier in den Bildern schön erkennen kann. Es bewegt sich nicht unten auf der Erde, wie wir es kennen vom Straßenverkehr, Straßenbahn, Eisenbahn, Auto und so weiter, sondern auf einer Höhe von, ich würde jetzt sagen, ist 6 bis 30 Metern, also 6 bis 10 Meter eher in den Städten, außerhalb auch 15 bis 30 Meter Höhe möglich.
Und das Interessante an dieser speziell konstruierten Stringstruktur ist, man kann auch in diese Schienen, in diese Schienensysteme eben auch Infrastruktur wie Leitungen für Strom, für Telekommunikation mit integrieren. Das Ganze kann also mehrfach multiple genutzt werden. Ja, wo liegen die Vorteile? Natürlich einerseits in der Verkehrssicherheit. Warum? Das Ganze bewegt sich eben auf der zweiten Ebene, hier ganz deutlich erkennbar. Unten haben wir die Straßen, oben haben wir das Schienensystem. Dadurch schließen wir einerseits schon mal aus die ganzen Kollisionsgefahren mit Fußgängern, mit Fahrrädern, mit Autos, Straßenbahnen, was es sonst noch gibt. Aber es gibt auch noch ein paar andere wichtige Faktoren, die in das Thema Verkehrssicherheit hineinspielen, nämlich wie das Ganze konstruiert ist, aber das erkläre ich dann bei der Technik. Und zum Thema zweite Ebene, Kollisionsgefahr Ausschließung oder wird ausgeschlossen, wenn wir hier nur die Zahl anschauen, 1,24 Millionen Verkehrstote weltweit mit Tendenz bis 2020 um 50% Steigerung, das ist drastisch, müsste nicht sein. Man sieht es ja auch ganz deutlich an dieser Statistik, Skyway hier mit 100% zugrunde gelegt. Ja, die Eisenbahn nur die Hälfte, ist nur halb so sicher wie die Skyway-Bahn. Kraftfahrzeuge brauchen wir gar nicht drüber reden, hier mit 1%, ganz drastisch und auch die anderen Bahnen kein Vergleich. Dann ein weiterer, ja, interessanter Faktor für diese Technologie ist natürlich ein ganz wichtiger Schwerpunkt, die Umweltfreundlichkeit. Dazu werden wir noch einiges hören, wenn ich über die Technologie spreche. Aber hier nur mal den Vergleich schon mal. Skyway hier mit 100% in Bezug auf Umweltfreundlichkeit. Kein Vergleich, auch Einschienen oder Magnetbahn, wo viele immer denken, ja, das gibt es doch schon, Vergleich. Da gibt es keinen Vergleich, hier nur halb so umweltfreundlich. Obwohl sie vielleicht durch den Antrieb noch halbwegs gehen. Straßenverkehr, ganz klar, Emissionsgefahr durch die Autos, braucht man gar nicht drüber reden. Und auch die Eisenbahn hat nur 30% Umweltfreundlichkeit im Vergleich zur Skyway-Bahn. Warum gehe ich dann bei der Technologie noch näher darauf ein? Aber was man hier deutlich schon im Bild sehen kann, was dann über die Technologie nicht erkennbar ist, man braucht ja hier nur diese Pfeiler, das heißt, man muss schon nicht so viel Länder enteignen, man stört den Grundwasserspiegel nicht, die Tiere können sich frei bewegen, auch keine Tierwanderungen werden gestört. Also das sind schon mal ganz wichtige Faktoren, die auch im Bereich Umwelt eine Rolle spielen. Keine Erdaushübe, wie zum Beispiel beim Straßenbahn, beim Eisenbahnbau und so weiter. Hier muss man Erdbauarbeiten durchführen, was hier im Vergleich sowas von gering ist, weil wir brauchen ja nur diese Pfeiler und ab und zu eben die etwas breiteren Ankerpfeiler. Also hier auch ein wesentlicher Faktor, aber wie gesagt, wir hören noch viel über die Technologie. Zum Thema Behaglichkeit, Bequemlichkeit, auch hier natürlich weit abgeschlagen zu den anderen Transportsystemen. Warum? Es gibt keine Kreuzungen, es gibt keine Unebenheiten auf der Schiene. Die Schiene ist vom Prinzip her einfach schon nahtlos im Übergang. Es gibt keine Übergänge, die jetzt zum Beispiel rumpeln oder uneben sind. Das Ganze ist alles optimiert, hören wir dann auch noch beim Schienensystem. Und wenn man jetzt die Richtung zum Beispiel wechseln will, dann hat man hier das Ganze spielt sich das in den Türmen ab, in Kurvensystemen, sodass man einfach, wenn man irgendwo startet, bremst, man muss nicht immer bremsen, man hat ja nur bei den Bahnhöfen, bei den Zusteigemöglichkeiten muss man bremsen oder wieder starten. Das Ganze ist automatisiert gesteuert, also nicht der Faktor Mensch spielt hier auch keine Rolle, alles nur computergesteuert und dadurch sehr schonend. Das zum Thema Behaglichkeit. Und zum Thema Baukosten, da haben wir schon einen wichtigen Faktor auch in Bezug auf Umweltfreundlichkeit. Natürlich, wir brauchen wenig Material, was natürlich schon mal umweltfreundlich ist, aber auch Kosten spart, weil so ein Pfeiler braucht natürlich wesentlich weniger Material, wie wenn ich vergleiche jetzt die Eisenbahn oder Straßenbau, eine Straße oder ein Schienensystem aufbaue.
Dann muss das Ganze auch nicht ständig erneuert werden. Nehmen wir Vergleich die Straße oder auch die Eisenbahn. Auch Eisenbahnen müssen mindestens alle 10 Jahre die Schienen wieder erneuert werden, der Unterbau erneuert werden. Dieses Schienensystem soll angeblich bis zu 100 Jahre halten. Gehen wir nur von 50 Jahren aus, dann haben wir hier auch schon mal den fünffachen Vorteil. Das Ganze führt natürlich auch durch die niedrigen Baukosten, keine Erdaushübe und so weiter, auch zu einer schnellen Rentabilität. Man spricht von einer Amortisationszeit von 5 bis 10 Jahren. Hier spielen natürlich auch eine wichtige Rolle die Betriebskosten, über die wir dann sehr viel hören, über die Technologie, warum die hier so interessant sind. Im Vergleich, man sieht es hier schon 100%, wenn man die Magnetbahn dagegen anschaut, das 30-fache an den Betriebskosten, die Eisenbahn das Doppelte, die Straße das 12-fache, allein über die Betriebskosten natürlich, der Sprit wesentlich höherer. Spritverbrauch werden wir gleich noch etwas mehr drüber hören. Also das sind die Schwerpunkte, die einfach für diese Technologie schon mal sprechen. Und jetzt komme ich eben zu den Einzelheiten dieser einzigartigen Technologie. Wir sehen hier links im Bild eine sogenannte Highspeed-Bahn. Und hierzu schon mal der erste Faktor in Bezug auf Betriebskosten. Eine Highspeed-Bahn, die jetzt zum Beispiel 5 Tonnen wiegt und die mit Elektrizität betrieben wird, braucht nur 9,2 Kilowatt Strom. Das haben Berechnungen ergeben. Würde man das Ganze zum Beispiel mit einer Luftreifenpneumatiktechnologie betreiben, wie beim LKW, würde man 1100 Kilowatt Strom brauchen. Das heißt wesentlich mehr. 9,2 im Vergleich zu 1100 Kilowatt. Hier sieht man schon, warum ökologisch wesentlich geringerer Energiebedarf in Bezug auf Elektrizität. Auch bei Benzin-Dieselmotoren liegt man in der Regel bei den Schnellbahnen oder bei den Regionalbahnen unter einem Liter Dieselmotor oder Dieselbenzin. Man kann das Ganze tatsächlich mit allen möglichen Motor oder Antriebsmöglichkeiten betreiben, sei es Batterien, sei es eben verschiedene Energieträger, aber hauptsächlich wird es betrieben mit Strom und diesen versucht man natürlich so ökologisch wie möglich zu produzieren, sprich zum Beispiel mit Sonnenenergie, mit Windenergie, was halt gerade dort, wo die Bahn fährt, am ökologischsten und am billigsten zu produzieren ist. Ich könnte mir vorstellen, Russland mit Wind, in Dubai oder in sonnigen Gebieten eher natürlich mit Sonnenenergie. So, das zum Thema die Bahn selber und Ökologie. Und jetzt schauen wir uns mal die Schiene im Detail an. Wir sehen hier schon mal einen Querschnitt dieser Schienenkonstruktion. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen ins Detail ein, wenn mein Pfeil mitspielt. Wir haben hier in der Mitte einen sogenannten String. Das ist ein Bündel extremst vorgespannter Stahldrähte, sage ich jetzt mal. Das Ganze ist umgeben von einem Befestigungselement und dieses Befestigungselement ist hier in diesem Schienengehäuse festgemacht. So, und jetzt kommen wir schon zu einem wichtigen Faktor in Bezug auch, was immer wieder gefragt wird, ist das Ganze nicht sehr laut? Nein, ist es nicht. Denn diese Schiene hat hier als Füllmaterial einen sogenannten Spezialbeton. Das ist ein Beton mit verschieden starker Körnung und diese Körnung verhindert die Vibration. Was heißt das? Wenn ich jetzt den Stahl anschaue, wenn ich mit dem Hammer dagegen klopfe, weiß jeder, das ist ziemlich laut, weil das Ganze nachvibriert. Wer die sogenannte Klangschale kennt, der weiß, dort ist es ja gewünscht, dass es ziemlich lang nachklingt. Und bei einer Klangschale mag es ja schön klingen, bei einem Gong auch, wenn man das wünscht. Aber wenn das ständig auf einer Schiene Lärm macht, dann ist es für uns nicht so angenehm. Und das Ganze wird eben verhindert durch diesen speziellen
Spezialbeton, der eben durch diese unterschiedliche Körnung diese Schwingung unterbindet, sodass das Ganze extremst leise ist und diesen ganzen Stahl wieder, also diesen Widerhall eben dämpft. Hier. Was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt bei diesem, ja, ich sage es, diesem Beton, nämlich er stabilisiert natürlich auch diese Schiene, was auch wichtig ist. Durch diese Stabilisierung der Schiene hat man aktuell einen Abstand zwischen den einzelnen Pfeilern von ungefähr 50 Metern, arbeitet derzeit daran, dass man einen Abstand bis zu 400 Meter erreicht und langfristig soll es auf ein beziehungsweise endgültig auf 3 Kilometer Distanz erarbeitet werden. Kann man sich gar nicht vorstellen, ein Pfeiler bis zum anderen 3 Kilometer, irgendwie unvorstellbar, aber das soll tatsächlich das Endziel sein. Und oben auf dieser speziellen Schiene sehen wir natürlich hier noch die Stahlkante, die auch eine wichtige Rolle spielt dann in Bezug auf Lärm. Da gehe ich aber dann noch später näher drauf ein beim Rad. So, diese Schiene gibt es in verschiedenen Varianten. Übrigens hier kann man auch intern in diesem Beton diese Kommunikations- oder Stromleitungen mit integrieren. So, diese Schiene gibt es in verschiedenen Varianten, je nachdem, was ich für ein Gelände habe und brauche. Muss ich in die Berge ziemlich hoch rauf, muss das Ganze sehr flexibel sein und sieht die Schiene so aus. Hier kann ich auch nur Geschwindigkeiten zurücklegen bis zu 150 Stundenkilometern. Und wie gesagt, das hat eher eine Analogie zur Seilbahn, ist aber kein Seil, sondern eine spezielle Schiene. Und man sieht hier ganz deutlich auf dieser Schiene sehr, sehr glatt und breitflächig. Was das bedeutet, komme ich dann noch beim Rad drauf. So, dann haben wir das Ganze als halbstarre, schnittfreie Stringschienenstruktur. Das wird mehr genutzt, dann eben, das sieht man hier deutlich im Bild, bei diesen Hängebrückenmodellen. Da gehe ich dann nochmal näher drauf ein. Da muss man einfach etwas beweglicher sein. Auch hier nur bis zu 150 Stundenkilometer Geschwindigkeit möglich. Und dann natürlich die starre Konstruktion, starre, schnittfreie Stringschienen. Konstruktion, die wird natürlich hauptsächlich bei weiteren Distanzen, Regionalbahn oder Überlandfahrten, nämlich hier sind nämlich Geschwindigkeiten bis zu 500 Stundenkilometer möglich. So, und ich sage ja immer wieder, hier, das spielt für mich eine wichtige Rolle, nämlich diese Glattheit und ich habe auch erwähnt, schnittfreie Stringschienenstruktur. Ich habe ja schon gesagt, Komfort. Es gibt keine Unebenheiten. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, wie kommt man zu einer schnittfreien Stringschienenstruktur? Ganz einfach, natürlich wird das Ganze miteinander verschweißt. Aber das Ganze wird dann so abgeschliffen, dass es tatsächlich schnittfrei auf der Schiene ist und nicht mehr keine Unebenheit mehr erkennbar ist. Das führt natürlich zu einem weiteren wichtigen Faktor, nämlich zu weniger Lärm und ja, keine Links- und Rechtsbewegung. Lärm ist ja ein wichtiges Thema auch in der heutigen Zeit. So, ein wichtiger weiterer Faktor in Bezug auf Lärm, aber natürlich auch Energieersparnis. Energieersparnis kommt natürlich auch durch die Glattheit der Schiene, wie wir sie eben schon gesehen haben, aber auch durch die Aerodynamik. Aerodynamik kennen wir auch schon vielleicht von den ICE-Zügen. Die sind ja auch schon sehr aerodynamisch konstruiert. Man sieht es hier im Bild, ja. Aber allein hier hat man schon einen Windwiderstand von 0,2. Die ICE sind ja, wie gesagt, schon sehr stark optimiert. Die Skyway-Bahn hat allerdings einen Windwiderstand. Das ist bedingt durch die Aerodynamik, aber auch durch die Bewegung in der zweiten Ebene von nur 0,05. Das heißt, ein Vierfaches weniger wie zum Beispiel die ICE-Bahn. Das spielt also natürlich auch eine wichtige Rolle in Bezug auf Energiebedarf, aber auch in Bezug auf Lärm, was für uns Menschen ja nicht ganz unerheblich ist. Hier haben wir ein Beispiel, wie man komplett ohne Energieaufwand fahren kann.
Nämlich, indem man einfach die Gravitation, das heißt die Erdanziehung, ausnutzt. Und zwar kann man das genau berechnen hier in diesem Beispiel. Bei einem Kilometer geht man zum Beispiel in die Tiefe um 50 Meter. Bis der tiefste Punkt liegt also von hier bis hier 50 Meter tiefer. Hier nutzt man die Erdanziehung aus, um keinen Energiebedarf zu haben für die Beschleunigung. Und man nutzt im Gegenzug wieder die Schwerkraft auf, um keine Energie zu brauchen für die Bremsleistung. So kann man auf diese Distanz, wenn man eine Geschwindigkeit von 113 Kilometer zurücklegt, hier komplett ohne Energie von A nach B die Fahrzeuge vorwärts bewegen. Also auch hier sieht man schon mal, was hier möglich ist. Übrigens, diese Türme, wen es interessiert, bewegen sich auf schwimmenden Inseln. So wie zum Beispiel die Ölbohrinseln. So, und jetzt komme ich nochmal zum Thema Schiene. Und was hat es so an sich erstmal mit der Sicherheit, aber auch dann übers Rad mit dem Lärm? Erstmal zum Thema Sicherheit. Sicherheit haben wir natürlich schon mal gewährleistet durch die zweite Ebene, aber auch, und das wird, jetzt mag mein Pfeil mich wieder nicht, wie immer, aber auch durch dieses spezielle Anti-Entgleissystem. Das sehen wir hier. Hier seitlich an der Schiene läuft noch ein Rad mit. Was hat das für eine Bewandtnis? Man sieht ja hier, die Schiene ist sehr breit und das Rad liegt richtig eben auf. Was ganz wichtig ist in Bezug auf Lärm, was ganz wichtig ist im Energiebedarf, weil es keine Links- und Rechtsbewegung gibt und was auch ganz wichtig ist, dass man auch natürlich hier keine Abnutzung hat. Werden wir gleich nochmal sehen. So, jetzt sagen Sie, jetzt geht vielleicht der Sturm recht. Wir haben jetzt orkanartige Stürme. Gibt es ja. Ja, wir leben ja nicht überall so relativ ruhig wie in Deutschland. Es gibt ja auch andere Gegenden und auch da will ja Skyway Fuß fassen. Aber auch bei uns kann es vorkommen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt weht der Wind so extrem oder so ein extremer Sturm, dass er so, ja, eine Bahn angreift. Dann kann es tatsächlich, könnte es passieren, dass sie nach unten kippt. Und durch dieses spezielle Anti-Entgleissystem ist es gewährleistet, dass selbst wenn die Bahn um 180 Grad nach unten kippt, sie nicht entgleist. Es wird zwar dann für die, ja, ich würde jetzt sagen, Mitreisenden etwas ungemütlich, aber zumindest nicht lebensbedrohlich. Und das ist ja entscheidend, weil wir wollen ja hier nicht aus der Bahn stürzen und das vielleicht nicht überleben. Das ist ja ganz wichtig. Also man hat auch hier dafür gesorgt, durch dieses spezielle Anti-Entgleissystem, dass hier nichts passiert. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz das Rad an. Wie gesagt, die besondere Glattheit, die besondere Auflagefläche. Hier sieht man es ganz deutlich. Kein leerer Raum hier zwischen. Es liegt ganz flach auf, somit weniger Widerstand, weniger ja, Möglichkeit nach links und rechts auszuschlagen oder ich sage jetzt mal, sich abzuarbeiten und somit haben wir natürlich auch nicht gewährleistet, dass das Ganze viel länger lebig ist. Hier links im Vergleich haben wir zum Beispiel eine Eisenbahnschiene, hier sieht man ganz deutlich, die kann links und rechts sich etwas bewegen. Führt natürlich zusätzlich oftmals bei Bremsen und so weiter zu Lärm, zu quietschen, hat man sicher schon gehört bei der Eisenbahn. Soll hier, wie es gesagt wird, angeblich nicht so sein. Ich kann es noch nicht selbst bestätigen, aber soll hier vermieden werden, eben durch die glatte Auflagefläche. Hier ist das Ganze nochmal im Querschnitt, kann ich jetzt nicht erklären, bin kein Ingenieur. Und hier haben wir nochmal das Rad als Prototyp, so wie er in Berlin gezeigt wurde. Hier oben die glatte Auflagefläche. Und das Interessante an diesem Rad ist, jetzt kommen wir zu einem weiteren Faktor in Bezug auf Lärm. Wir wissen ja vom Auto, von der Eisenbahn, das Ganze wird angetrieben durch ein sogenanntes Getriebelaufwerk. Und das Ganze ist schon etwas laut. Ganz besonders laut, wenn ich jetzt einen Ferrari oder die Leute, die meinen, die müssen das Ganze noch aufmöbeln, kann das sehr ungemütlich werden. Hier bei der Skyway-Bahn ist das Getriebe dieses spezielle Motorrad, das übrigens patentiert ist und das auch Skyway nie aus der Hand geben wird. Immer selbst produzieren wird.
Denn der Antrieb ist hier in diesem speziellen Rad und dadurch ist es ein weiterer wesentlicher Faktor in Bezug auf Lärm ausgeschlossen oder wesentlich reduziert. Nicht ausgeschlossen, aber wesentlich reduziert. Man spricht davon, dass es angeblich nur wie ein Blätterrauschen sich anhören soll, wenn die Skywaybahn vorbeifährt, wenn natürlich alles optimiert ist. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Faktor, den ich schon angesprochen habe. Das Ganze ist alles automatisiert gesteuert. Es hat natürlich einen wichtigen Faktor. Man braucht schon mal keine Menschen, die das Ganze steuern. Spart wieder Betriebskosten. Klar, vielleicht auch Arbeitsplätze, aber die kann man wieder anderweitig finden, finde ich. Man muss einfach mit der Zeit gehen. Man spart aber auch an Risikofaktor, Mensch. Das muss man auch sagen. Das Ganze ist computergesteuert. Und somit kann man tatsächlich die Bahnen im Bedarfsfall alle 2 Minuten starten lassen. So, wie wird das Ganze gemessen? Durch automatisierte Systeme, wie zum Beispiel Radar- oder Laserstreckenmessgeräte. Ich kann mir auch vorstellen, so Lichtschranken, so wie man es auch kennt an Ampeln. Viel Verkehr schaltet die Ampel ganz anders. Und das kann man, all diese Systeme, die schon vorhanden sind, kann man eben auch in die Skywaybahn mit einbauen. Jetzt macht mich der Pfeil wieder nicht. So, also wie gesagt, bedingt dadurch kann gerade zu Berufszeiten, zu stark frequentierten Zeiten, wo viele Personen wegtransportiert werden müssen, das Ganze viel schneller abwickeln. Oder auch im Transportsystem, alle 2 Sekunden kann ein Fahrzeug starten und nicht wie jetzt. Jetzt fährt die Eisenbahn und es darf keine andere Bahn fahren, weil sonst könnte ja Kollisionsgefahr sein. Das wird hiermit maßgeblich ausgeschlossen. So, wo liegen die Anwendungsgebiete dieser Technologie? Im Prinzip überall. Natürlich, das wird auch in Australien, wovon wir noch hören werden, schwerpunktmäßig am Anfang gestartet, im Gütertransportverkehr. Wir wissen ja immer um das Problem, viel zu viele LKWs auf der Straße, die auch zu zahlreichen Unfällen führen. Dann sind die LKW-Fahrer teilweise übermüdet oder vielleicht mal unkonzentriert, wenn man stundenlang unterwegs ist. Diese Skywaybahn könnte vieles hier entschärfen und das Ganze kann natürlich auch kombiniert werden hier mit dem Schiffsverkehr und so weiter. So, wo liegen die Einsatzbereiche im Gütertransport? Natürlich Transport von Schüttgut, Erz, Baustoffe, Kohle, von Containertransport, Transport von besonderen Gütern, vielleicht auch von gefährlichen Gütern, Stückgutbeförderung wie zum Beispiel Waldstahl, Holzstämme, Holzmaterialien und natürlich auch Beförderung von Flüssiggütern, unter anderem auch, was ganz besonders erwähnenswert ist, worauf ich dann noch ein bisschen mehr eingehe, von Erdöl, Erdölerzeugnissen, Erdgas, aber natürlich auch Trinkwasser, Milch und was es da so immer gibt. So, man kann das Ganze kombinieren, wie ich schon erwähnte, mit der Schifffahrtsindustrie in speziellen Seehäfen. Das heißt, man hat hier vor, die Häfen hinaus zu verlagern, die Strände den Menschen zurückzugeben, mit der Bahn hinauszufahren zu speziellen Häfen, dort die Verladung auf die Schiffe zu verrichten. Auch vielleicht im Personenverkehr, alles ist möglich und der Strand kann wieder uns Menschen gehören. Natürlich muss man dann eine bestimmte Tiefe haben, ohne großartige Bagger- und Küstenbefestigungsarbeiten, was ja außen notwendig ist. Also wirklich an alles wurde hier gedacht. Und hier nochmal, komme ich nochmal zurück auf die Erdöl- und Erdgasindustrie, weil die meines Erachtens ein wichtiger und auch hochinteressanter Faktor ist. Wir sehen hier eine typische Pipeline. Wir haben ja Gott sei Dank solche Sachen nicht bei uns, weil ich finde es ja nicht so sehr schön und attraktiv. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Man könnte diese Pipelines gut ersetzen mit der Skywaybahn. Das würde schon erstens mal wesentlich günstiger sein. Man spricht hier von Baukosteneinsparnis um 35 bis 40%. Das Ganze ist unabhängig von der Geländegestaltung, weil man kann den Berg hoch, runter. Eine Pipeline muss man immer schauen, dass es abwärts geht. Ansonsten bräuchte man ja Pumpen. Dann ist das Ganze unabhängig von Temperaturen, Schneetreiben, was auch so immer ist. In der Pipeline, wenn es gefriert, wird es kritisch. Die Skywaybahn
Hier, man sieht links unten hier in dieser Kapsel, gehe ich ja nochmal drauf ein, hier in diesen Kapseln kann man das immer transportieren, egal wie kalt, wie warm das Ganze ist. Und das Ganze ist auch noch vorteilhaft, man kann auch auf der Skyway-Bahn nicht nur Erdöl, Erdgas transportieren, das man übrigens auch sortieren kann nach Qualität, sondern man kann hier zum Beispiel auch Lebensmittel transportieren, man kann in anderen Fahrzeugen auch Personen transportieren, alles oder was man sonst noch an Gütern braucht, alles ist möglich. Und zusätzlich kann man in beide Richtungen das Ganze fahren lassen, gegebenenfalls sogar als Hochbahn, als Hängemodell, alles ist möglich, also viel wirtschaftlicher. Alles in allem, wie jetzt hier so eine Pipeline. Und dann natürlich, was uns Menschen interessiert, ist natürlich, wie können wir damit bequem reisen? Ja klar, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt jetzt die ICE, es gibt die Regionalbahnen, es gibt die Busse, es gibt die Autos, was weiß ich, Einschienenbahn und es gibt die lieben Flugzeuge. Ja, aber all diese bisherigen Transportmöglichkeiten lösen nicht unser Problem. Warum? Es wird immer enger, es wird immer mehr Menschen, weniger Platz. Und hier mit diesem Transport, erstens in der zweiten Ebene, könnte man einige dieser Probleme schon mal lösen. Und unter anderem zum Beispiel auch die Lärmbelästigung beim Flugzeug, ja, oder die ganzen, ja, Giftstoffe oder was man hier so braucht zum Fliegen, was einfach ins Universum ausgeschüttet wird. Oder die Emissionen durch die Autos kann man hier wesentlich ein, ja, ich sage jetzt mal, einsparen durch diese Skyway-Bahn. Also viele, viele Möglichkeiten im Bereich Verkehrsindustrie. Hier haben wir zum Beispiel die Highspeed-Bahn, das heißt interregionaler Skyway-Verkehr, vergleichbar mit ICE, fährt bis zu 500 Stundenkilometer, ist schon krass, das ist Fluggeschwindigkeit, Kapazität über 100 Fahrgäste, also es gibt da auch noch von bis Fahrzeuge und natürlich entsprechend auch viele Fahrgäste. Und hier sieht man schon mal ganz deutlich, Energiebedarf bei, würde man das mit Dieselmotor betreiben, jetzt mag er mich schon wieder nicht, dieser Pfeil. So, hier von 0,9 bis von 0,7 bis 0,9 Liter, ich sage einfach mal unter einem Liter bei einer Geschwindigkeit von 100 Personenkilometer, das heißt 100 Kilometer mit 100 Personen bei einer Geschwindigkeit von 360 Stundenkilometer. Also wenn das nicht krass ist, dann weiß ich nicht mehr. Also sowas Vergleichbares gab es bisher definitiv noch nicht. Das liegt einfach an den ganzen Faktoren, die ich eben erwähnte von der Technologie. Windwiderstand, Rollwiderstand und so weiter. Dann gibt es natürlich auch den Regionalverkehr, den wir auch schon jetzt haben, unter Nah- oder Regionalverkehr. Höchstgeschwindigkeit bis 300 Stundenkilometer. Natürlich auch hier viele Fahrgäste über 100. Hier liegt man bei Kraftstoffverbrauch, wenn man mit 200 Stundenkilometer fahren würde, bei 0,5 bis 0,7 bei 100 Personenkilometern. Also ich sage jetzt Pi mal Daumen unter einem, oder ich sage jetzt mal ein Liter, bei einem Fahrzeug mit 5 Tonnen, das ist einfach extrem. Und im Stadtverkehr, da fahren wir mit bis zu 150 Stundenkilometer, das ist auch interessant, wenn man überlegt, wie lange man braucht im Auto. Hier ist man froh, wenn man 50 fahren kann, darf. Dann, wie gesagt, Kollisionsgefahr habe ich auch nicht, deshalb eben diese hohen Geschwindigkeiten, keine Kreuzungen, bei denen der Richtungswechsel wird über Türme absolviert, komme ich dann noch dazu. Und die Beförderungsleistung liegt tatsächlich bei 20.000 bis 25.000 Fahrgästen pro Stunde in Extremzeiten. Und es ist um ein Vielfaches, nämlich um das 20- bis 30-fache billiger als die U-Bahn. Ist ja eigentlich ganz leicht nachzuvollziehen, eine U-Bahn, was da alles an Erdarbeiten notwendig ist, ganz abgesehen von den Gefahren für die Erde. Sage ich jetzt mal, wenn man da ständig drin rumbastelt, ob das nicht Erdbeben auslöst. Diese Skyway-Bahn, diese Pfeiler sind natürlich hier im Vergleich wesentlich günstiger, wesentlich weniger Eingriff in die Erde und so weiter.
Hier, dann haben wir noch die Branche natürlich im Frachtgutverkehr, haben wir ja schon erwähnt. Ein Beispiel, dieses Fahrzeug fährt mit bis zu 120 schon. Enorm. Und Jahreskapazität ist auch enorm. Distanz, und das ist auch interessant, bis zu 10.000 Kilometer. Und das ist natürlich in vielen Ländern, sprich jetzt auch Australien, sehr interessant, denn ein LKW, der Fahrer braucht seine Ruhezeiten. Auch wenn er noch so viele Anhänger dran hat, wie wir auf dem Beispiel dann immer sehen bei Australien, der Fahrer muss seine Ruhezeiten einhalten. Das Ganze ist computergesteuert und kann bis zu 10.000 Kilometern leisten. Das spart natürlich auch Kosten, und das schlägt sich natürlich auch in den Transport und dann in den Kosten für die Artikel, die transportiert werden, nieder, sprich Öl, sprich Lebensmittel und so weiter. Und wie gesagt, Einsatzgebiete ja eigentlich überall. So, und jetzt kommen wir noch mal im Detail zu den Verkehrsmitteln. Hier links die Regionalbahn, in der Mitte, das ist das Unibike. Man spricht davon, das soll das zukünftige Auto werden. Auf den möglichen Strecken kann ich mir gut vorstellen. Gibt es auch verschiedene Variationen. Und rechts dann die Hochgeschwindigkeitsbahn, also eines der zahlreichen Modelle. Hier haben wir ein paar Variationen vom Unibike. Es gibt sie mit Tretmöglichkeit, also man spricht davon, dass bis zu 60 Stundenkilometer allein mit Körper, ja, also das heißt mit Treten, mit Körperkraft, ja, vorwärts bewegt werden kann. Hochinteressant. Also wenn ich Geld sparen will, dann trete ich halt ein bisschen mehr, mache ja auch Fitnesstraining und kann trotzdem noch mit 60 Stundenkilometer mich vorwärts bewegen, also wenn das nicht interessant ist. Und rechts haben wir mal ein paar, die eben, die hier haben wir, Entschuldigung, hier haben wir ohne, und rechts haben wir die eben mit Tretmöglichkeiten. Die Unibikes soll es geben bis von 1 bis 5 Personen und sollen angeblich später schon mal erhältlich sein ab ungefähr 1.000 Euro pro Unibike. Rechts sieht auch ganz toll aus, dieses Unibike. Das eine waren ja Hängemodelle wie hier, und hier haben wir eins als Einschienenverkehrssystem, sieht er hier recht geil aus, finde ich. Das Interessante an diesem Modell ist auch dieses spezielle Glas, eigentlich an allen Unibikes, aber hier sieht man es halt deutlich. Dieses ist auch sehr unempfindlich. Wenn man mit 35 Kilogramm drauf klopft, passiert gar nichts. Also ist es ein Spezialglas. Zusätzlich ist dieses Spezialglas auch so ausgelegt, dass es auf der einen Seite im Sommer vor Hitze schützt und innen schön klimatisiert bleibt. Das Ganze ist natürlich alles auch innen klimatisiert. Computer, alles drinnen, also wirklich Smartphone, sage ich jetzt mal, unter den Fahrzeugen. Aber auch wenn es jetzt draußen kalt wird, dann bleibt es auch innen warm. Das Ganze wird eben durch dieses spezielle Glas auch reguliert. Hier haben wir nochmal links ein paar Unibikes, rechts einen Unibus. Das ist zum Beispiel ein kleineres Modell mit Sitzmöglichkeit. Es gibt auch welche mit Steh- und Sitzmöglichkeit, wie wir es in Berlin gesehen haben. Hier haben wir die Stadtregionalbahn, Beispiel hier mit bis zu 100 Passagieren. Man sieht auch ganz deutlich hier sehr viele Fenster. Man kann oben fahren, man kann wirklich durch die Stadt fahren und sieht was von der Stadt. Rechts im Bild natürlich die einzelnen Modelle. Also man sieht schon alles schon ganz klar ausgeklügelt, und die wissen schon genau, wo sie hinwollen. Es muss eigentlich nur noch verwirklicht werden. Hier ein paar Bilder, wie es in der Stadt aussehen kann. Hier auch ganz interessant, man fährt hier in so einen Turm rein. Die Schiene geht hier rein. Dann kann man zum Beispiel hier mit einem Aufzug nach unten fahren und dann in eine andere Richtung. Das Ganze wird eben hier speziell in diesen Türmen, die immer rund sind, weil man kann hier nur gerade fahren oder leicht eben um die Kurve, und das Ganze wird eben in den Türmen durch Kurvenelemente geregelt. Hier haben wir auch ein paar Möglichkeiten, wie man Richtungswechsel machen kann. Hier diese speziellen Kurvensysteme. Jetzt ist er weg, mein Pfeil.
mag mich nicht mehr. Ist er ganz weg, jetzt hat er sich versteckt. Okay, aber man sieht es ja deutlich. Hier links im Bild haben wir einen typischen Bahnhof, wo einfach alles integriert ist. Rechts einen Kreuzbahnhof für Fern- oder Überlandsverkehr. Also alles ist schon durchdacht. Hier nochmal die Highspeedbahn mit verschiedenen Möglichkeiten. Interessant, auch hier Distanzen bis zu 10.000 Kilometern möglich, weil eben alles hier computergesteuert ist bis 500 Passagiere und eben bis 500 Stundenkilometer. Das ist wie ein Flugzeug, nur wesentlich billiger, wesentlich leiser und ich sage immer wesentlich interessanter mit der Abwicklung, weil wenn man überlegt, wie lange es dauert, bis ich im Flugzeug sitze, schon die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, das wird sicherlich mit der Highspeedbahn wesentlich einfacher. Hier nochmal ein paar Bilder, wie das Ganze aussehen kann. Und hier, das ist die Vision der linearen Skyway-Stadt. Man sieht hier die Türme ganz oben. Jetzt muss ich mal probieren, ob mein Pfeil sich wieder findet. Nein, hat sich irgendwie verkrümelt. Muss ich jetzt einfach beschreiben. Man sieht hier die Türme. Oberhalb der Türme haben wir diese Schienen. Da sieht man ganz klein diese Bahnen. Aber die werden auch in die verschiedenen Richtungen in der Tiefe gehen. Immer von kleineren Türmen. So ungefähr könnten in Zukunft neue Städte ausschauen oder sich das Ganze entwickeln. Auch natürlich in den Bergen. Man sieht es hinten ganz deutlich auch in den Bergen, wie das aussehen könnte. Hier nochmal die Frachtsysteme als Hänge oder als ein Pfeil mag mich irgendwie nicht mehr. Kann ihn nicht mehr kriegen. Mag mich nicht. Muss ich jetzt einfach improvisieren? Vielleicht geht es so mit. Nein. Hier haben wir zum Beispiel die Systeme, die Schüttsysteme als Hängemodell. Hier haben wir Schüttsysteme als Hochbahn. Hier wird in Sekundenschnelle tonnenweise während des Fahrens das Ganze beladen, deshalb auch diese hohe, sage ich ja, Frequenz. Wir können unglaublich viel innerhalb kürzester Zeit wegtransportieren, eben mit diesen Systemen. Hier nochmal, wie könnte das Ganze aussehen? Unten links im Bild ganz typisch, die Natur hat seinen Platz, unten die Tiere drüber, oben fahren die Bahnen, die Tiere werden nicht gestört. Rechts im Bild sehen wir, was passiert, wenn wir zum Beispiel Hochwasser haben oder extrem hohe Regenfälle. Wenn wir ganz oben in dem Bild sehen, diese Schiene, die wird unterspült, die wird ausgespült. Man muss den ganzen Unterboden wieder erneuern. Hat man häufig in Ländern wie Australien, wo einfach viel Land ist, wo einfach das Ganze noch improvisiert werden muss, weil es sonst zu teuer wird. Mit der Skyway-Bahn kann man bequem oben drüber fahren, ob wir Hochwasser haben oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wir kennen ja das Ganze teilweise in Passau und so in den Städten, wo die Flüsse über die Straßen treten, wo die Autos dann in den Flüssen rumschwimmen. Das könnte man alles hier umgehen. Die Skyway-Bahn kann trotzdem fahren. Hier auch noch mal ein Bild, wie Straßen aussehen, wenn es sehr feucht, sehr, ja, ungemütlich wird. Skyway-Bahn stört das überhaupt nicht. Rechts sehen wir noch Strom, Internet, Telefon und Funkleitsysteme steuern das Ganze. Und jetzt kommen wir eben zu unserem Ökotechnopark, zu dem Projekt, das momentan oder das in den letzten Wochen ganz stark in aller Munde war, weil eben die erste Bahn, das heißt das Unibike, dort schon vor geladenen Gästen gezeigt wurde. Warum ist dieser Park hier so interessant? Weil er einen wichtigen Sinn erfüllt, nämlich er dient dem Zweck der, ich sage jetzt mal, der Demonstration, aber auch ganz wichtig, und der Prozess ist schon gestartet, der Zertifizierung. Wenn man etwas ja patentieren will und auch wertig machen will, dann muss man das Ganze natürlich dokumentieren und man muss es zertifizieren. Und dazu muss man auch Beweise liefern. Und in diesem Ökopark hat eben jetzt die Zertifizierung begonnen mit dem Unibike. Das heißt, man hat in der Mitte
die Strecke. Ich muss jetzt wieder mal improvisieren mit meinem tollen Stift hier. Hier, das ist die Regionalstrecke, die hier. Die, auf dieser Strecke ist jetzt das Ünebike schon auf einem Teilstück gefahren, und zwar auf der leeren Schiene. Deshalb war es auch ein bisschen laut noch. Warum? Weil man muss ja für diesen Zertifizierungsprozess, muss man ja die Beweise liefern. Man muss ja das Ganze austesten. Ist es in der Realität wirklich so, wie man es jetzt geplant hat, mit dem Beton, mit dem Lärm und so weiter? Und da wird jetzt auch schon am Unibike oder an der Schiene korrigiert, sodass das Ganze eben ständig optimiert wird und wird festgehalten, und darüber wird das Ganze eben zertifiziert. Später natürlich, das sehen wir hier hinten, hier auf der Frachttrasse, da ist jetzt im Moment, wird noch gebaut. Und das mittlere ist also schon sehr weit fortgeschritten. Und dann haben wir hier noch diese Strecke, das ist die Highspeed-Strecke. Die wird insgesamt eine Strecke bis zu 16 Kilometern sein. Die dauert aber bis zur Fertigstellung noch ungefähr bis 2018. Dieser Park ist mit 240 Millionen US-Dollar festgelegt worden als Investitionssumme und wird eben komplett über Crowdfunding finanziert. Der Bau hat begonnen letztes Jahr im Herbst, ich glaube im September, und soll eben 2018 abgeschlossen werden. Aber, und als Finanzierungsquellen sind einzig eben die Privatinvestoren. Dann gibt es noch 15% über, ja, ich sage jetzt mal, russische Mitglieder, die im Projekt involviert sind, und die anderen 70%, 15% werden über uns, die Investoren, finanziert, und die anderen 70% hält eben dann Unitsky von dieser Technologie. So, die Werteinschätzung für diese gesamte Technologie wurde von externen Experten eben geschätzt auf, wenn das Ganze, der Bau weltweit, sage ich mal, absolviert wird, auf einen Immaterialgutwert von 400 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon nicht gerade wenig. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber wie gesagt, das sind die Schätzwerte. Und aktuell ist es einfach so, dass man sagen kann, der Diskont bewegt sich, naja, so vom Durchschnitt von 1 zu 200 haben die Investoren eingekauft. Aber das wird natürlich mit dem Fortschreiten der einzelnen Phasen, da gibt es 15 Phasen, wird das Ganze natürlich, werden die Anteile, die man erwerben kann, wo man sich einkaufen kann als Privatinvestor, immer teurer. Hier haben wir im Bild noch den Ökotechnopark, den Nullpunkt, den 0-Kilometer-Stein. Das heißt nichts anderes, der ist im Ökotechnopark. Von hier aus soll Skyway in die Welt hinaus getragen und gebaut werden. Wo liegt dieser Ökotechnopark? Natürlich in der Nähe von Minsk, in Marianna Gorka. Und das ist einfach so gewählt worden, weil das strategisch sehr klug ist, dort sehr viele Wissenschaftler, und es einfach ja, sehr gut angebunden ist. Man kann es sehr gut erreichen. Und rechts im Bild sehen wir Junitzki kniend. Hier vergräbt er drei Dosen, ich glaube 5, 10 oder 5, 10 und 50 oder 100 Jahre, ich kann es nicht genau sagen. Auf alle Fälle hat er da drinnen Zettel versteckt mit seinen Visionen, was in diesen Zeitspannen eben erreicht werden soll. Und dieser 0-Kilometer-Stein hier links im Bild ist eben am 17.10. von Junitzki gesetzt und eingeweiht worden. Es gab ja auch schon dieses Jahr ein Ökofest für die Skeptiker unter uns. Wir haben ja im Jahresrückblick die Bilder gezeigt. Die waren ja im April vergangenen Jahres, und es wird auch dieses Jahr wieder entweder April oder Anfang Mai ein Ökofest dort geben in diesem Park. Und da kann man sich dann selbst überzeugen, und vielleicht schon die einen oder anderen werden mit der Bahn dort fahren dürfen. Man erwartet ein paar tausend Investoren zu diesem Zweck. So, die Entwicklungsetappen dieser Technologie bis zur Markteinführung. Das Ganze begann natürlich mit der Entwicklung von Unitsky. Dann hat man 2014 angefangen, hier mit dem Sammeln von Geldern über Crowdfunding. Damals mussten die Leute wirklich in eine Vision sich einkaufen, weil
Keiner wusste ja, wie sich das Ganze entwickeln kann. Es lagen noch keinerlei Genehmigungen, nichts da. Man hat dann mit den Geldern das Design entwickelt und 2015, so etwa Juli, September, hat man dann mit dem Bauvorhaben gestartet des Ökotechnoparks mit den gesammelten Geldern eben. Und jetzt bewegen wir uns hier. Man hat gestartet hier im November. Am 29. November vergangenen Jahres war eben die Jungfernfahrt des Unibikes. Dann hat man mit der Demonstration gestartet und eben mit dem Zertifizierungsprozess, wo man natürlich schon eine Firma beauftragt hat. Und der Unibike-Prozess soll also Ende des Frühjahres schon abgeschlossen sein. Und ja, dieses Jahr haben wir eben den Zeitpunkt der Markteinführung. Was bedeutet das ganz einfach? Ja. Die Bauvorhaben sollen beginnen, die Firmen werden gegründet. Australien hat schon eine Firma gegründet und es geht Schritt für Schritt in die Verwirklichung. Und ich habe so gehört, man soll schon mit bis zu 30 Ländern eben die ersten Verhandlungen führen für den Bau. Also ist schon nicht ganz ohne das Ganze. Also jetzt investieren wir nicht mehr in eine Vision, sondern in, ja, man kann sagen, in die Verwirklichung. Und wie sieht es aus mit der Vermarktung? Hier einige Medienberichte aus Australien. Also hier geht ja richtig schon die Post ab. Hier nochmal rechts im Bild. Hier sieht man Unitski und links daneben der etwas größere Herr ist Rod Hook, der ehemalige Verkehrsminister von Australien und Transportunternehmer, der jetzt in Australien die Firma gegründet hat und auch die Australian Skyway oder die Skyway Australia gegründet hat, dort mit ein paar Leuten, aber jetzt auch schon dort eine Firma gegründet hat für die Verwirklichung dort in Australien. Das Flinders-Projekt, das war das erste, das sieht man hier Mitte. Das ist im Moment etwas verzögert. Hier in der Mitte sieht man die Universität Flinders. Dort sollen die ersten 500 Meter, sollten die ersten 500 Meter gebaut werden, um die Studenten von ja, von der Uni zum Campus zu transportieren. Das Ganze wird aber etwas verzögert. Wir sehen sie ja rechts im Bild auf der Karte, weil man dort noch ein Parkhaus mit Geschäften bis 30 Meter Höhe bauen will. Und das dauert noch ein bisschen. Und dieses Projekt wird dann endgültig erst 2018 jetzt gebaut. Aber geplant ist es schon fix. Und ja, die Investitionen stehen auch schon. So. Hier sehen wir ein weiteres, warum Australien so interessiert ist dran. Links im Bild haben wir die Länderkarte. Leider funktioniert ja mein Pfeil nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Okay, ich male jetzt einfach mal wieder. Hier haben wir ja die Städte. Links davon, wo mein Pfeil begonnen hat, haben wir Melbourne, rechts nach Sydney. Da in diesem Bereich, den ich hier abgeschnitten habe, hier leben alle Menschen. So, und hier, in diesen Bereichen hier, hier sind die ganzen Bergwerke. Die haben unglaublich viele Bergwerke. So, aber keine Menschen dort. Und wir müssen jetzt so, von hier nach hier, muss praktisch das, die ganzen Erze oder die ganzen ja, die Erträge aus den Bergwerken müssen hier zu den Menschen transportiert werden, um dort verarbeitet zu werden. Und wie hat man das bisher gemacht? Hier, indem man dieses schönen LKWs hier fortbewegt hat von A nach B. Und was ist geschehen? Ist, hat man eine Überschwemmung, ging natürlich gar nichts. Das heißt, man hat hier natürlich auch Ausfall. Man hat wesentlich längere, ja, Transportwege. Und hier bietet sich natürlich ideal von allen Richtungen her an, dass man die Skywaybahn nutzt, um hier die Ware zu transportieren und dann dort verarbeiten zu können und dann in die Welt hinaus zu geben. Man sieht sie auch recht schön hier im Bild, er zeigt es hier. Sie wollen hier eine Highspeed-Strecke bauen, synchron eben von Melbourne nach Sydney. Auch das ist schon geplant. Und dieses Frachtsystem, das soll von der Zertifizierung her schon im Herbst diesen Jahres passieren in Australien. Man muss eines wissen,
Zertifizierungen, es nützt ja nichts, wenn man das nur im Ökotechnopark macht, sondern jedes Land hat ja andere Vorschriften. Und so muss man die Zertifizierung natürlich in jedem einzelnen Land auch noch im Einzelnen machen. Ja, Deutschland hat andere Vorschriften wie Australien. Australien hat Gott sei Dank nicht so strenge Vorschriften wie Deutschland oder vielleicht die Schweiz oder Österreich. Deshalb ist es natürlich wesentlich einfacher, dort das Ganze zu starten. Dann haben wir hier in Folge davon natürlich letztes Jahr im September erst die InnoTrans, der erste und wichtigste Meilenstein, der zu weiteren Messen dann führte. Hier sehen wir links im Bild unsere liebe Jana, die viele ja noch nicht persönlich kennen. Der rechts daneben, der jüngere Mann ist Viktor Baburin, die rechte Hand von Junitzki und links natürlich Rothoek. Hier haben wir unsere Ableihen, die auch zu ja, SkyB Capital gehören, zur Vorstandschaft. Hier haben wir typische Bilder von der InnoTrans in Berlin, immer sehr viel los. Und Baburin, man sieht es hier, hier ist er. Hier und auch die Inetta gehört eben auch zur Vorstandschaft von SkyWay Capital. Sie gehört eben auch zur Vorstandschaft von SkyWay Capital und hier haben wir noch Rothoek. Also immer schön mitten im Getümmel beim Informieren der Leute. Und hier im Bild haben wir nochmal Chris Principe, der meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist für ja, Junitzki und seine Vision, nämlich er hat einen hochinteressanten Artikel über diese Technologie geschrieben in seiner neuesten Zeitschrift, die neu auf den Markt kam letztes Jahr in FinFuture, hat diese Zeitschrift auch bei 3000 Bankern in Genf verteilt. Also wenn das keine Werbung ist, dann weiß ich nicht mehr. Rechts haben wir die irische Delegation, die sich auch dafür interessiert, nämlich um die Skyway-Bahn zu einem Denkmal, das sich in der Höhe, das heißt im Berg, befindet. Und dort muss man irgendwie ja die Touristen hinbringen und da überlegt man eben, ob man Skyway hinbaut und hat man sich informiert. Hier die Folge von der InnoTrans war die Einladung zur Messe in Minsk, zur Transport und Logistik in Minsk. Das kam erst danach. Ne, wie es so schön heißt, der Bauer im eigenen Land zählt am wenigsten oder der Schuster im eigenen Ort zählt am wenigsten. Aber durch dieses einschlägige Ergebnis bei der InnoTrans kam auch hier die Einladung mit einem riesig großen Stand. Auch hier sehr viel los. Hier kam dann auch der stellvertretende Ministerpräsident von Weißrussland in einem Interview hier links mit Junitzki, rechts auch wieder mit Junitzki, erklärte ihm alles. Er will auch Junitzki unterstützen. Dann kurz danach die Energy Expo in Minsk. Und wir haben ja noch einiges gehört letzte Woche. Ich könnte es jetzt noch bringen, aber ich denke, das ist gar nicht so wichtig. Es ist dann auch noch nach der Fahrt am 29. ja im Ökopark hat dann nochmal eine Messe in Russland stattgefunden, auch dort großes Interesse, auch dort, ich kann ja nochmal kurz darauf eingehen, auch dort war Australien, das waren übrigens die Länder bei der Reise, also bei der Unibike ersten Fahrt waren einige interessierte Länder dabei, zum Beispiel eben Israel, Australien, Philippinen, hier nochmal. Also hat sich noch einiges getan dann dadurch. Irgendwie fehlt jetzt was bei mir. Hier fehlt tatsächlich, irgendwas fehlt hier. Dann gehe ich jetzt hier mal weiter. Dann war eben hier diese Fahrt, wie gesagt, am 29. Hochinteressant. Das Wichtigste irgendwie spielt daher das System mir einen Streich und hat mir die Folien nicht gezeigt, aber dann improvisiere ich halt. Hier, das war die Jungfernfahrt und danach eben, dann waren einige Gäste, die sehr interessiert waren, Australien und Philippinen hier, aber auch Israel, Russland, die eh schon unterschrieben haben, dann die Messe eben in Russland und dann zum Schluss die Eröffnung, da kam dann der Bürgermeister, eben aber auch andere wichtige Gäste. Ich gehe jetzt nicht beim Detail drauf ein.
Fahrtests waren dann noch danach. Dann begann eben der wichtige Prozess der Zertifizierung, die Zusammenarbeit mit dieser Firma hier, die den ganzen Prozess eben mit unterstützt. Wichtige Zeitschriften und so weiter. Dann weitere Gäste, Schweiz, Indien, Türkei war vertreten und viele mehr. Also hier nochmal die indische Delegation und der hohe Besuch von Russland eben. Also es gab hier einiges und jetzt geht es weiter eben mit dem Bau von der Frachttransportstrecke. Hier nochmal eben eine Delegation aus Sankt Petersburg für den Zertifizierungsprozess. Also wir sehen, es hat sich viel getan im vergangenen Jahr und es gibt auch schon zahlreiche Vorbestellungen, die sich dafür interessieren. Australien wissen wir eh, Russland wissen wir eh, hat schon unterschrieben. Auch hier gibt es schon welche, die eben schon Beträge gesichert haben. Wenn es dort genehmigt wird, dann geht es los. Und hier die Testfahrt, das waren eben die Ländervertretungen aus USA, Kanada, hier haben wir es ja, Israel, Australien und Russland. Und Australien, wie gesagt, die haben schon die Firma gegründet, da geht es jetzt ans Eingemachte. Ah ja, jetzt kommen wir dazu. Hier nochmal den Medvedev. Ja, und wir haben eben jetzt die Chance, die Möglichkeit, an dieser gigantischen Technologie dabei zu sein, uns einzubringen, uns einzuinvestieren, wenn wir das möchten, über Crowdfunding einzubringen. Und wen das interessiert, der noch nicht dabei ist, da muss ich ganz einfach sagen, sprechen Sie mit der Person, die Sie eingeladen hat. Wenn Sie niemanden haben, können Sie natürlich auf uns zukommen. Ansonsten bin ich jetzt hier mit meiner Information weitgehend am Ende und bin gerne offen auch für Ihre Fragen.